Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2, Ranglistenmodus, mit der Beats auf dem Arm, rein als Burg. Welcome to Nova. Ja, mein Kätzchen, hä? So, wir haben von allem etwas. Ich werde hier mit einem Mana-Ross und Anglon starten. Zwei Stück. Beziehungsweise drei. Weil wir uns zu dritt noch leisten können. Ja, wer ist denn hier so verschmust? Kleine Mietze, hä? Ready? Ja, man muss ab und zu auch mal ein bisschen schmusen mit der Katze. Wow. Welle 1, Heilige Herrscherin. Nicht schlecht. Crab Lord. Priesterin. Ja, die habe ich ein bisschen kacke platziert. Ich hätte hier den Crawl platzieren sollen. Und den ein Stück nach hinten. Das habe ich verkackt. Ah, dann platziere ich den Crawl hier. Turtle geschickt. Deswegen kann ich nicht halten wegen der Turtle. Holy shit. Das ist eine Frechheit. Kleine Miets, hä? Mana Ross dazu. Ratten. Ratten platziert. Toll, sehr schön. Kann ich direkt aufwerten. Es ist unglaublich, wie viel Stärke die gewinnen, nur weil die eine Stufe aufgewertet sind. Von 17 auf 78. Okay, Turtle und Schnecke raus. Zu schade.
ein kleines Kätzchen. So. Haben wir einen Split mit aufgebaut? Ist natürlich super, dass er jetzt so früh die Rächerin platziert hat, um zu halten. Oder 20 hat er geschickt bekommen. Das ist schon fett. Ich könnte durchkommen vielleicht. Ja. Sieht gut aus. Aber wir haben noch zu kämpfen. Sehr gut. Jetzt wird der Grawl platziert. Den brauche ich. Nächste Wave schicken wäre besser. Hermit und eine Turtle. Ja, der macht gute Sense, dass ich immer verkacke. Trotzdem bin ich ganz oben, obwohl ich Burg habe. So, können wir den zweiten aufwerten? Ich krieg gerade so noch eine Schnecke rein. So ein bisschen locker aufbauen, damit das was wird. Oh, ein Casket hat er platziert. Er wollte schnell den Crablord down, damit er gar keine neuen Viecher holen kann. Backline, jawohl. Casket ist weg. Ich komme durch. Locker. Da hat er Pech gehabt, dass der Crablord so schnell down war. Kann ich mir noch nicht leisten. Wird es erstmal so sein. Ausgefischt. Schicken zwei Robos rein auf jeden Fall. Ah, die Turtle macht mir mal ganz schön zu schaffen.
Ich baue aber gerade auch sehr offensiv. Obwohl ich so wenige Worker habe. So, wir bauen jetzt noch mal einen Grawl hier drüben hin. Und fangen jetzt mit Harpien an. Wir sind schon ganz gut dabei. Hat 14 Worker jetzt schon. Schenkt da ein bisschen zurück. Er hat noch einen Healer, einen Jünger. Durch. Ist auch durch. Sehr gut. Kurz noch rein gönnen. Ah, das gibt ordentlich Knete. Sind mega abgekackt. Mehr Harpchen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich die Wave halte. Dann bringt es eher was, wenn ich auf die 11 schicke. Weil viel magischen Schaden hat er nicht. Okay, dann wieder getrennt geschickt. Das ist auch, wenn ich verkacke, ist nicht so wild. Mini-Leben. Das war knapp. Ich werde lieber hier ein paar Healer aufbauen. Und dann nächste Runde den upgraden. Hat sein Crab Lord upgraded. Oh, die Krabben halt mega viel aus, mega nervig. Aber der Crab Lord tot. Hab ihn weg. Finger weg. Beziehungsweise Starcrawler. Einen könnte ich mal noch holen. Das ist immer so eine Abwägungssache, ne? Er hat ein paar Ratten verkauft. Für Harpchen. Sollten wir eine Regeneration starten, wenn er sich hielt.
Scheiße, ich hätte die zur Pulverisierung machen können. Das hätte viel mehr Sinn gemacht. Stand so weit hinten, ich habe ganz vergessen, dass ich die hatte. Naja. Ich habe gar nicht gesehen, dass er noch was reingeschickt hat. Ach so. Das hat er reingekriegt. Kommen. Ja, gut. Nochmal weg. Jetzt halte ich die ganze Geschichte. Machen wir so. Und dann gehen wir wahrscheinlich 14 oder 15. Was dem lieber ist. King Upgrades. Das ist Blocker für mich. Jeden Fall Stich mit rein. So. Upgrade. Fertig. Malwurf nicht schlecht bei den Harpien. Oh, bei dem Falk natürlich auch super. Ebenfalls Flächenschaden. Keine Ahnung, da werde ich halt noch einmal King auf. Schicke jetzt keine Schnecke rein. Aber ganz schnell zu erholen. Ja, da hat er auch ganz schön wenig Einheiten im Moment. Aber das Reduzieren hat gereicht. Sehr gut. Wir können jetzt den upgraden. Und zweimal Pegasus. Ich habe den einen Mini-Angler da drüben noch stehen. Aber aktuell hat es irgendwie keinen Sinn gemacht, den aufzuwerten. Deswegen bleibt er da, wo er ist. Brauche jetzt keine Worker, auch wenn ich 180 drüber habe. Machen wir nicht. Können wir jetzt lange sammeln und die sammeln auch schon wieder. Dann gehen wir auf die Safe-Variante. Zack, hab hier mit da. Bin genau auf dem Wert. Königlicher Wächter. Also hat sich noch verdrückt wahrscheinlich. Ich habe schon 450 zusammen.
So, lass mich kurz überlegen. Stich ist auf jeden Fall da. Aufprall wäre nicht schlecht wegen die Krabben. Ein bisschen magischer Schaden. Fort. Oh, der hat aber ganz schön durchgelassen. Ich würde gerne noch eine Hexe reinpacken. Königsklaue. Berserker. Haben wir auch noch einen Berserker hin? Schleim. Zwei Stück. Hexe rein. Gucken wir mal, ob Blut rauskriegen. Ja, Blut kommt raus. Okay, die Hexe fightet gerade gegen die Frontline. Ja, das war's. Das war's. Victory. Hat gut funktioniert. Trotz, dass ich ja ganz oft geleakt habe, war es nicht so viel. Teammate konnte das gut blocken. Am Ende habe ich ganz gut geblockt. So sollte es sein. Perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.